Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Willkommen zurück yeah, bei Games. Woo. Kanzler Candela, get ready. Candela, right. Du bist Hammer. Wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer. Einzigartig. Und jetzt werden wir gleich gecopyrighted claimed. Ja, herzlich willkommen zurück beim Zirkus. Der Spiele. Und, ich habe schon jetzt einfach nochmal, wir versuchen ja die Episoden so thematisch miteinander zu verknüpfen. Deswegen habe ich jetzt diese Überleitung hier und habe mir die Lyrics mal hier rausgelassen. Und zwar, ich möchte dir das Beste zum Besten geben eigentlich, Sascha. Nur für dich. Haus rein, Haus raus. Haus rein. Und natürlich auch, was da alles drinsteht, ne? Ich gucke rüber. Also erstmal diese Frage nach dem, worüber schaut er eigentlich? Ja, man rüber, fragt sich gleich. Also über die Quanten, über den Horizont von den anderen Menschen, also die ja mit ihm, aber er sagt das so subtil, dass er nicht arrogant klingt, ne? Ich guck rüber, auch casual, nicht, ich guck herüber, so dieses, ich stehe über dir, nee, ich guck rüber, er gibt sich auf dieselbe Stufe wie seine Mitmenschen. Obwohl er ja klar superior ist und genau, über den Frauen, ich muss das Wort jetzt nochmal verwenden, ja, weil ja, du weißt, wir haben eine spezielle Verbindung. Ja, zum Wort superior, genau. Und er steht über der Frau und trotzdem versucht er ihr auf Augenhöhe zu begegnen. Das kann ihm natürlich nicht ganz gelingen, aber... Natürlich nicht ganz, ja klar. Ja. Weil er natürlich, weil er es ja natürlich weiß. Weil er hat sozusagen, um an die alte Folge anzuknüpfen, er hat sozusagen diese Rasierklingen, die der andere unter dem Arm hatte, hat er im Verstand. So messerscharf. Richtig, so messerscharf ist dieser Verstand. Absolut, auch. Ja, absolut. Das ist, genauso würde ich jetzt auch. Ich hätte es nicht präzise ausdrücken können, Sascha. Sehr gut. Und jetzt geht's weiter. Jetzt ist ja der Text noch nicht fertig und ich bin schon völlig am Schwitzen. Über diesen Satz wurde mehr diskutiert als den Satz von DK, ich denke. Also und bin der ich. Satz von Pythagoras. Und die Sätze von Pythagoras. Der hat ja alles wegpythagorisiert und trotzdem. Ich glaube, wenn hier der Satz des Pythagoras drin wäre noch, dann wäre wär der Song. Der hätte den Verstand der Menschheit gesprengt. Aller Menschen zusammen. Okay, jetzt geht's weiter. Und, also der verknüpft jetzt erstmal mit der Konjunktion, ne? Das musst du ja auch erstmal. Und du stehst an der Bar. An der Bar. Was meint er mit an der Bar? Nicht nur das, durch sie steht, sieht die passive Person und er wird aktiv. Genau. Er nimmt diese Rolle ein. Des Verführers, des Seduktors. Sicher nicht dein und auch dieses... Weißt du, auch er ist ja ein bisschen keck, ne? Er sagt gleich, du stehst an der Bar. Er nimmt sich also raus, sie zu duzen. Er kennt sie ja noch gar nicht, ne? Er sieht also dieses Mädchen an der Bar und sagt, du stehst an der Bar. Und sie denkt sich wahrscheinlich so, du bist ja ein frecher Halunke, dass du mich so nennst. Dass du einfach du sagst. Wir ziehen das mit oder ohne dich durch. Er stellt da direkt eine Verbindung zwischenmenschlich her, die von ihr einfach auch gar nicht mehr gelöst werden kann jetzt. Nee, sie muss jetzt ja drauf eingehen. Und diese Verbindung, auch mit dem Wort und. Ne? Und ist ja ein Verbindungswort. Merkst du, was da drin steckt? Ey, es ist so krass. Ey. Ich hau jetzt einfach weg. Und Bar, hast du mal... Versuch mal ein anderes Wort aus Bar zu machen. Immer mit der Ruhe. Aus was? Entschuldigung? Versuch mal ein anderes Wort aus Bar zu machen. Dresen, könnte man sagen. Nein, Entschuldigung. Ich meine mit denselben Buchstaben. Die Tür! Ein anderes Wort. Mit drei Buchstaben, oder? Nein, das Wort Bar in ein anderes Wort zu verwandeln. Mit diesen drei Buchstaben. Bar, B-A-R. Rap? Wollte ich auch gerade sagen. Es muss ein deutsches, sinnvolles Wort geben. Da gibt's keins. Genau, es gibt keins. Ach so. Also krass. Die benutzen Wörter, aus denen man kein... Ich nehme jetzt mal ein anderes Wort. Zum Beispiel rüber. Da kann man zum Beispiel Rübe draus machen. Oder Cook. Da kann man zum Beispiel draus machen, guck, wenn man es umdreht. So genau dasselbe Wort. Also voll krass. Und Bar hat das nicht. Also ist abgefahren, was hier für ein Wort willst mit einmal. Das weiß man halt, das kann man natürlich nur herausfinden, wenn man dann einen intellektuellen Zugang dazu hat. Und das hat natürlich nicht jeder, aber das ist ja das Schöne an Culture Candela. Sie machen diese exorbitanten Texte, aber dann machen sie es mit so einem Groove, mit so einer spanischen Leichtigkeit. Ne? Deswegen ja auch Culture Candela. So dieses... Culture von verschiedenen Kulturen, auch dieser Antirassismus, der da mitschwingt und Black Lives Matters und so. Und das ist einfach so, so gut. Und jetzt pass auf. Jetzt soll ich dich richtig weghauen? Hau mich weg. Ich kann's ja nicht ganz begreifen, was du sagst. Mit dem Sektglas in der Hand. Wunderbar. Das heißt auch, wie er die Umgebung wahrnimmt und die Dinge um sich herum analysiert genau. Und es aber subtil in den Text einfließen lässt. Er
Also er sieht nicht nur das Glas, er sieht auch, was sie trinkt und personifiziert natürlich damit gleich diese, er identifiziert sie gleich als edle Person. Wenn, wer trinkt denn Sekt, Sascha? Und nicht nur das, weißt du, wie viele Autoren versucht haben, ihre Realität so in Worten einzufangen? Das Bild geht gar so nicht. Darzulegen. Ich sehe es ja förmlich. Wie Monet, der es im Endeffekt in Worten darlegt. Der war nur aufs Geld aus, deswegen hieß er auch Monet. Ja. Also, weißt du, wegen Manet. Er hieß ja eigentlich Manet und hat es dann eben um diese direkte Verbindung... Verbindung zu entfesseln, also zu entkräftigen, genau. Ja, aber trotzdem, auch weiter. Ich mein, also jetzt nochmal, also ich gucke rüber und du stehst an der Bar mit einem Sektglas in der Hand. Wunderbar. Und da musst du, ich meine, Bar und Bar, ne, ist ein reiner kann der Reim gar nicht mehr sein. Die machen hier also die reinste Reimform. Und trotzdem liegt gleich so eine Wertschätzung darin. Wunderbar. Ist ja ein positiv konnotiertes Wort, ne? Also was hier kommen keine, auch allein dieser Text, der hat so viel positive Konnotationen. Hier fängt es ja erst an. Das ist Poesie. Und ja. Sektglas, ne? Und also nochmal. Poesie fangen ja beide mit P an. Auch richtig, ja. Ja, und PP ist ja zum Beispiel auch eine gute Bildrate. Wie viel PP hat dein Computer und so, sagt man ja, ne? Mhm, also so im Sinne von gute Qualität. Aber das steckt alles in diesen Text drin. Und das musst du halt, das musst du raus und zwischen den Zeilen. Ich sag ja, das ist so krank. Ja, man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Nee, man kann es eigentlich nicht handeln. Eigentlich, wir dürfen, glaube ich, auch nicht den ganzen Text machen, weil das zerfickt uns alle. Schon am Anfang, wo du angefangen hast zu rappen, habe ich kurz gemerkt, wie ich konnte... Ich konnte nichts mehr. Ich wollte die Begrüßung machen. Du wolltest tanzen. Du hast angefangen zu rappen. Du wolltest tanzen. Und ja, ich hab's gesehen, die Füße haben gewackelt. Mein Gehirn powert runter, weil ich die Menge an Informationen nicht verarbeiten kann. Das ist ja wie zum Beispiel, keine Ahnung, wie eine Festplatte, die mehr Datenpakete gesendet bekommt, wie es speichern kann. Ist es, genau. Das ist eine schöne Metapher. Hey, Cloud! Nee, und jetzt, also nochmal da zurück. Ich rede mit dir. Also ein Sektglas, ne? Mhm. Wer trinkt denn? Also, wenn du jetzt mal in die Gesellschafts. Also, weißt du, in den sozialen Raum schaust. Ne? Wer trinkt denn Sekt? Die absolut, die edelsten der Edlen. Die edelsten, noblen Menschen. Also, oder fast schon Fabelwesen. Gleichzeitig zeigt es der Frau ihre Fragilität. Wie ein Sektglas selbst so fragil ist. Stimmt. Ja, natürlich, natürlich. Guck, das ist ja die, das ist ja die Rekursion. Lernt man immer mehr über diesen. Das faszinierend. Das ist faszinierend. Und aus was wird denn Glas gemacht? Also ein Sektglas? Aus Kristall, richtig, genau. Also wie die Frau auch. Und wahrscheinlich trinkt sie auch Kristall. Vermutlich, ja. Und schaut Kristall. Das nennt sich und diese Dinge, das alles miteinander auf diesem. Und das ist ja alles dasselbe Niveau. Stapeln sich und das in diesem. Vom Wortwitz ist es ja fast schon Kristall auch, weißt du? Ja, also, und ich meine. Der Comedian meine ich jetzt, dieser Deutsche. Die Untersuchungen laufen. Schon mal dieser lyrische Kabarettist. Der lyrische Kabarett, ja, Comedian ist fast schon zu unterschätzig, ja. Ja, das bringt die Worte für andere Comedians. Ja, stimmt. Also ich meine, wo sind die Ebenen hier, wo kann ich also nicht ein Volker Pispers damit irgendwie gleichziehen, also wo da Kristall. Also Volker Pispers ist der Comedian. Genau, das ist der ein bisschen, der macht halt ein bisschen rum auf der Bühne. Der macht so ein bisschen Bauerntheater. Ja, Bauerntheater trifft ganz gut. Und dann hat man halt die Lyricists und die Künstler und... Ich finde auch, ja. Du. Ja, und halt, du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Cloud ist super. Dir zeig ich's! Barrett. Aber ich glaube, Barrett ist auch ganz cool. Der spricht so wie eine Fliege im Raum, sofort ablenkt. Ja. Eigentlich wollte sich gerade noch prügeln und dann erfahren wir es beim nächsten Mal von Game Circus, wie es tatsächlich weitergeht, wenn der Aufzug an seinem Ziel ankommt. See you. Ja, jetzt kommt aber gerade noch eine Zwischenszene, die müssen wir noch lassen. Ja, die lassen wir natürlich noch laufen hier. Wir reden. Wir können weiter analysieren, Pat, aber ich bin kognitiv, glaube ich, nicht mehr in der Lage dazu. Ja, ich glaube, es wird zu heftig. Zu kräftig? Ja, ich kann mir nicht mehr formulieren. Aber du hast recht, es ist kräftig. Ja, es ist auch kräftig. Es ist wie Heinz Ketchup, der ist ja auch von Kraft. Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Und wie Birgit Kraft hat doch eines der besten Poesiealben jemals geschrieben. Ja. Wer nicht weiß, wer Birgit Kraft ist, der... Gut, über den sein kulturelles Niveau brauchen wir echt nicht reden. Also, ganz ehrlich, dann googelt mal bitte. Also, aber sofort, haltet bitte an und googelt verdammt nochmal. Genau. Ja, mit diesen Worten. Boah, ich glaube, sie steht übel auf ihn. Hinterher! Auf Barrett oder auf Cloud? Der süße Boy! Also auf uns, ne? Auf Klaus, ja. Auf Klaus. Oh, Selbstschussanlage. Time to shoot! Cut!
Gruppe beigetreten, Barrett Wallace. Und Pause, perfekt. Vector, wo dein Schwert nicht drankommt, übernehme ich.